Hallo zusammen. Die Rückmeldungen zu meinen letzten kleinen Videos zeigen mir vermehrt, dass großes Interesse besteht, doch ein iPad in das Equipment, in das Keyboard-Equipment einzubinden. Da viele der Musikanten aus der Keyboard-Fraktion sich schon im gesetzten Alter befinden, also in meinem Alter sind, da gibt es dann doch noch einige Unsicherheiten, wenn es um diese neue Technik geht. Meine kleinen Anmerkungen richten sich also an den iPad-Anfänger. Alle Computerfreaks, Technikfreaks können jetzt einfach dieses Video schon mal ausschalten. Mich erreichen die Fragen, wie kann ich mit meinem iPad aufnehmen? Wie bekomme ich die Keyboards, Sounds ins iPad? Warum oder benötige ich dafür ein Audio-Interface? Reicht nicht ein USB-Kabel aus? Nun, dazu nochmal folgende Erklärung. Der USB-Ausgang mit dem USB-Kabel, wenn ich den an das iPad anschließe, bringt mir das eigentlich sehr wenig. Über den USB-Ausgang sendet das Keyboard ausschließlich Computerdaten. Also Taste an, Taste aus, Programmwechsel und so weiter. Über das USB-Kabel, über diesen Ausgang, werden keinerlei Audiodaten, also Klangdaten, übersendet. Um also Klangdaten auf dieses iPad zu bekommen, geht das nur über den Audioausgang, über den normalen Output. Nun, um jetzt diese Daten oder um diese Klänge auf das iPad zu bekommen, muss ich zwingend zwischen Keyboard und iPad ein Audio-Interface dazwischen schalten. Das ist ein elektronisches Gerät, da gibt es sehr, sehr viele auf dem Markt. Ich benutze ja für meine Aufnahmen das Mischpult von Yamaha, weil in diesem Mixer ein Audio-Interface bereits integriert ist. Dann habe ich noch ein Audio-Interface von Eirik, ein ganz kleines Gerät, Mono, das heißt, ich kann nur links oder rechts aufnehmen oder ein Mikrofon einstecken. Wesentlich komfortabler ist diese Docking Station von Focusrite, iTrack Dock. In dieses Teil kann ich mein iPad einstecken. Vorteil ist, dass während des Betriebes das iPad mit Strom versorgt wird. Die Docking Station verfügt über zwei Mikrofoneingänge, zwei Line-Eingänge. Ich kann eine Gitarre anschließen. Ich kann die Mikrofoneingänge mit 48 Volt Phantomspeisung versehen und habe zwei Monitor-Outputs sowie eine USB-MIDI-Schnittstelle. Ja, wie ihr seht, Fazit der ganzen Geschichte: Ihr benötigt ein zusätzliches Gerät, ein Audio-Interface, und das müsst ihr natürlich kostenmäßig in euer Budget mit einrechnen. Nun, es gibt schon Audio-Interfaces für 50 Euro. Am Schnitt liegt das Ganze immer so bei 100, 120 Euro. Schaut euch einfach mal im Internet um.